Grenzenlose Freude im Breisgau. Trotz der 1:2-Niederlage gegen Schalke 04. Denn der SC Freiburg hat das geschafft, was vor der Saison niemand für möglich gehalten hätte. Den Sprung in die Europa League. Die Breisgauer krönten damit eine starke Bundesliga-Saison. Ja, natürlich freut man sich. Aber ich bin jetzt bin ziemlich leer. Und von dem her, man freut sich. Aber mehr ist nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr jetzt. Doch zum Feiern reichte die Kraft noch, auch bei Trainer Christian Streich, dem Vater des Freiburger Erfolgs. Die Fans feierten ihr Team ausgelassen, dem vierten Platz und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League trauerte zu diesem Zeitpunkt keiner mehr nach. Nee, die Saison war echt überragend und vier, da wäre ein bisschen, glaube ich, zu viel gewesen und fünf bin ich echt zufrieden. Wenn jemand vor der Saison gesagt hätte, Platz fünf, wir haben um den Abstieg gekämpft, wir haben 40 Punkte erreicht, jetzt haben wir 51 oder 52 Punkte, weiß nicht, aber genial. Und Europa League reicht uns voll und ganz. Besonders Publikumsliebling und Goalgetter Max Kruse, der den Verein in Richtung Gladbach verlässt, wurde von den Freiburger Fans und der Mannschaft noch einmal ausgiebig gefeiert und verabschiedet. Er ist ja schon sicher. Ich habe alles gegeben für den Verein, 34 Spieltage lang. Und ich bin froh, dass wir als SC das erreicht haben. Und ja, das ist für uns eine sensationelle Leistung. Und ich denke, darauf lässt sich aufbauen. Ich hoffe einfach für den SC, dass er in den nächsten Jahren auch weiter so guten Fußball spielen darf. Zumindest in der nächsten Saison tut er das in Europa. Im Gegensatz zu Kruse, der mit Gladbach nicht europäisch starten wird und vorerst mit Spielkonsolen Vorlieb nehmen muss. Spielt Europa League auf PS3. Champions League auf der